Hier, Stille. Oh. Die Ablagerung. Okay. Oh. Diese Ablagerung da drauf. Sehen wir, wie das alte Getriebeöl ist und das ist das neue. Mikrofoncheck 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ich denke gut. Schon. Also ich sehe hier Balken, die sich bewegen. Willkommen bei der Kfz-Fuzzi. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute geht es wieder um den W124. Und irgendwann machen wir den W213. Es ist immer diese Namen. Also der Wechsel, ne? Das gefällt mir. Ja, genau. Heute geht es um unser Mercedes-Taxi. Wir haben natürlich hier Probleme. Der schaltet nicht gut. Das heißt, sobald der warm wird, haben wir einen Ruckel. Ist nicht so, dass es nur bei dem dritten ist, dem vierten ist. Der hat ja 9 Gänge. Ist bei allen Gängen so. Und deswegen werden wir heute eine Getriebespülung vornehmen. Dann brauchen wir natürlich ein Spülgerät. Ich habe ja den von TEPCO. Ich bin auch super zufrieden damit. Lohnt sich das, so ein Gerät zu holen? Ich sage ja. Also für eine Werkstatt natürlich. Ich glaube nicht, dass es ein Privatmann kauft und dann sagt, ey, das einmal Spülung machen. Nein, das ist schon für eine Werkstatt. Vom Motul ATF6. Also es gibt verschiedene Öle für dieses Auto. Das Problem ist, die empfehlen das zwar, aber es gibt keine Freigabe. Wir werden es aber trotzdem nehmen, weil wir haben das Öl schon mal ganz kurz angeschaut. So sieht unser Getriebeöl aus. Die sind nichts gut. Wir haben hier einen originalen Filter. Und wir haben ja bei dem vorletzten Video gesehen, ich habe da die ganzen Ausdrücke gehabt vom Mercedes. Da war ja Service, wir haben ja einen neuen Motor bekommen. Was ist ein neuer Motor? Der wurde revidiert. Aber wir haben nichts von Getriebespülung gesehen. Bei 500.000 fast hat er immer noch das gleiche Getriebe, Öl und Ölfilter. Höchstwahrscheinlich. Werden wir sehen. Bei dem Ölfilter ist nur wichtig, ihr braucht diese Schrauben neu, Dichtungen neu und ihr braucht 2 Rohre. Hier sind die Ölfilter, die sind integriert. Das heißt, ihr müsst das Ganze komplett wechseln. Wobei, du siehst das, der ist geschraubt. Es kann auch sein, dass man die hier auch so wechseln kann. Also die einzelnen Filter habe ich nicht gefunden. Es kann aber sein, dass es die gibt. Und wir haben 2 Rohre. Bei den Rohren ist es sehr, sehr wichtig, das zeige ich dir jetzt, brauchen wir ein Spezialwerkzeug. Also, und so sieht dieses Spezialwerkzeug aus. Könnt ihr natürlich von Febi kaufen. Ja, nur Werkzeugsatz, okay, das ist der Rest. Ja, ja, das ist, so sieht das Ganze aus. Hier haben wir 3 Sachen. Ich werde gleich auch drauf eingehen, was ist, ne? Und wie man das benutzt. Bevor wir aber damit anfangen, wir müssen unser Getriebespülgerät einsatzfähig machen. Du siehst noch, wir haben noch hier ein bisschen Öl drin. Das werden wir natürlich alles erstmal komplett rausholen. Ah, geht doch, siehst du? Nach dem 5. Mal. Und der hat den 9G-Getriebe hier noch nicht drin. Das heißt, ich könnte das Ganze natürlich updaten und dann habt ihr das hier drin. Das ist ein halber Liter, das werden wir jetzt nicht auffangen. Und jetzt entleeren wir erst das alte Öl, ach, das neue Öl. Das ist nicht viel, also wie gesagt, das ist ein halber Liter. Ihr seht das schon, da kommt schon gar nichts mehr raus. Man, das sagt ja auch 0,4 haben wir. Ja. Ja, das ist natürlich wichtig, weil wir haben ja ein anderes Öl. Das soll sich nicht so arg vermischen. Muss es komplett raus? Wenn so minimal was drin wäre, wäre ja nicht schlimm, oder? Also wenn da jetzt nochmal 10, 20 Milliliter drin ist, wird jetzt dein Getriebe nicht zerstören. Ne? Also da braucht ihr jetzt keine Panik. 0,6, juhu. Kommt ja auch so gut wie nichts. Ja. Ihr könnt den Ölfilter natürlich auch erneuern, aber der ist neu. Den habe ich letztens auch noch reingemacht. Getriebe schön warm fahren. Das Getriebeöl muss heiß sein. Wir haben hier einen Thermostat drin und der muss aufgehen. Das heißt, wir wollen hier alles rausspülen. Hier ist eine Neubefüllung bei dem, ich glaube 9,5 Liter, 10 Liter ist Neubefüllung. Und man soll immer für eine Spülung das Doppelte nehmen. Das heißt, 20 Liter werden wir hier spülen. Das ist kein Problem. Wir haben genug Öl da. Und das werden wir heute auch machen. Wir werden so viel wie möglich durchspülen, weil der ruckelt schon. Und dann werden wir mal schauen, ob das weg ist oder nicht. Oder ob das schon vielleicht zu spät ist. Deswegen ist so eine Getriebespülung eine teure Sache, weil du echt viel Öl brauchst. Ja, natürlich. So ein Öl kostet auch viel. Wir lesen einmal aus. Gucken, haben wir Fehlercodes. Und wir haben keine Fehler. Keine Fehler. Du siehst, jetzt ist alles super, voll sanft, keine Probleme. Ne? So ganz leicht, so, aber ganz leicht. Aber desto wärmer, desto heißer der wird, desto mehr Schlagen tut der. Aha. Wir haben jetzt 33 Grad und jetzt merke ich schon, die Gänge so reinschießt schon. Hat er schon ruckeln? Jetzt hat er schon ruckeln. Und das ist schon, also es wird immer mehr und mehr. Du hast auch ein Zucken, das heißt, du hältst eine Drehzahl, sage ich mal, bei 1500, du hast auch so ein Zucken. Mhm.
Das macht er auch. Wir fahren 50 mit dem sechsten Gang hier. Und Mann. Was ist das? Ist Abstandbahner. Mm. Wow. Ja, ist kein Rennwagen, ne? Ja. Mhm. Ja, ich meine, der schaltet echt nicht gut. Der kommt auch ein bisschen durcheinander. Ja. Ne, 40 Grad gerade geworden. Ja, 40 genau. Grad. 40 Grad ist natürlich später für uns sehr, sehr wichtig, weil bei 40 Grad werden wir Öl noch mal ablassen und kontrollieren, ob das Öl in Ordnung ist oder nicht. Mhm. Das ist auch wichtig. Wir haben jetzt die Temperatur erreicht. Du hast es ja mitgekriegt, wie das ist. Im kalten Zustand keine Probleme. Nein. Im warmen Zustand hat man gemerkt, ja. Der ist echt am Schlagen. Erstens das. Und zweitens, dass auch beim Gang, kein Gangwechsel, dass er so leicht ruckelt. So ganz leicht. Ja, das ist auch so ein Mythos. Ne? Manche sagen, ey, Getriebe erstmal spülen mit dem alten Filter ein bisschen und danach umbauen. Okay. Auf den neuen. Ich weiß es nicht. Also, Ich finde das so eigentlich auch nicht schlecht. Ich habe es noch nie ausprobiert, ehrlich gesagt. Aber in der Regel macht man ja erst Getriebeölfilter wechseln. Und danach. Eigentlich. Ihr könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Vielleicht haben wir ja den einen oder anderen, der sehr oft Getriebeöl wechselt oder Getriebespülung macht. Vorher das Getriebeölfilter wechseln oder danach. Ja. Wir haben so ein Plastikteil. So, dafür kommt unser Spezialwerkzeug jetzt zum Einsatz. So sieht das Ganze aus. Dann habt ihr noch mal so einen Stab. Aha. Den müssen wir in verschiedene Positionen gleich drehen. Und dann hat man noch mal so einen Einsatz, falls ihr kein Getriebespülgerät oder so habt. Bei dem TEPCO haben wir ja keine Fläche, wo wir das Altöl auffangen können. Und er sagt dann, oh, das sind 4 Liter oder so. Und das müsst ihr dann halt hier manuell machen. Aha. Deswegen machen wir das Ganze jetzt auch. Kann sein, dass jetzt ganz leicht was rauskommt. Genau. Oh, das Ding ist schwarz. Hopp. Ja, den brauchen wir eigentlich auch nicht. Oh, ho, ho, ho. Ist das jetzt zu wenig, was rauskommt? Nein, nein, will ich jetzt auch sagen gleich warum. Wenn du jetzt genau hier schaust, dann siehst du Zahlen. Na, hier 1, dann siehst du hier eine 2, hier siehst du eine 3 und hier eine 4. Siehst du das? Ich weiß nicht, ob ich das sehe. Doch, doch, hier sind Stellungen. Ja, auf jeden Fall. Mach mal ein Licht weg. Das sind Stellungen. Okay. 1 bis 4. Der ist jetzt auf 1. Mhm. Und jetzt achte mal, was passiert, wenn ich den jetzt auf 4 stelle. Ah, du hast jetzt direkt auf 4 gestellt. Soll jetzt man das denn auch so machen? Ja, ja. Ne? Jetzt haut er alles raus. Ah. So ein Rohr haben wir drin. Und in diesem Rohr kannst du verschiedene Stellungen aufmachen. Jetzt holt er natürlich ungefähr 3-4 Liter raus. Aber du siehst, das Ding ist schwarz. Also so dunkel darf das nicht sein, ne? Darf das überhaupt nicht sein. Also ich glaube, der wurde noch nie gewechselt. Und Riechtest. Das riecht schon richtig verbrannt. Lamellen, Kupplungen, was auch immer. Metallisch. Ja, guck mal, das stimmt. Verbrannt. Es riecht verbrannt. Ja. Und das hier war das richtige Wort. Zeige ich euch, wie es eigentlich aussehen sollte. Das ist oder wie es riechen sollte. Genau. Weil hier haben wir den in Rot, glaube ich. Genau, wir haben den in Rot. So muss es aussehen. Ja. Boah, das andere war ja richtig schwarz. Darf ich mal riechen? Ja, das riecht aber auch komisch, aber das ist halt noch nicht dieses, ja, das ist Getriebeöl natürlich. Mhm. Und jetzt können wir eigentlich schon die Ölwanne abbauen. Da zack, 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 die Schrauben alle ab. Und dann bin ich mal gespannt, wie alt dieser Filter ist. Ehrlich, bin echt gespannt. Ja, normalerweise gut, sollte man das bei 100.000 machen, ne? Ja, sollte man. Sollte man? Ja. Macht das, ganz ehrlich, bei den Preisen, da sagt bestimmt jeder, nee, ich merke jetzt noch nichts, ich fahre mal so weiter. Genau, also leider, ja. Akkubohrer und dann gib ihm. Wir haben alle Schrauben ab. Aufpassen, Leidosch. Mhm. Okay. See, ein Ölsee. Ja. Gucken, ob alle Dichtungen natürlich ab sind. Wow. Ganze so, das baue ich dir mal ab, um das dir zu zeigen, Eirasch. Oh, das ist Stufe 1, Eirasch. Mhm. Dann machen wir Stufe 2. Du siehst, hier geht er nur auf und da geht er ein bisschen auf. Und dann machst du Stufe 3. Zack, geht nur das obere auf. Und dann machst du Stufe 4, geht das ganz untere auf. Und deswegen kam auch das ganze Öl hier raus. Mhm. Verstehst du? Mhm. Und darum brauchst du so einen Stift gleich. Das wird dir auch ersetzt. Deswegen braucht man so ein Werkzeug.
Also Ölfilter sieht gar nicht so schlimm aus, ne? Echt? Ehrlich gesagt, nee. Nicht, dass wir doch hier ein Problem haben. Oder, ich sag mal, die haben es nicht vernünftig gemacht. Da war zu wenig Öl drin oder zu viel Öl drin. Okay, da ist schon Ablagerung drauf, klar, aber es ist nicht so viel, finde ich. Verstehst du? Wahnsinn. Ganz, ganz... Aber guck, ey, wie dreckig das Ganze ist. So, ich will jetzt aber trotzdem wissen, wie alt dieser Filter ist. Mal hier die Ablagerung. Ja, ich meine, ich habe viel, viel schlimmere gesehen. Hier sind die Magnete, guck mal, okay, die sind schon... Oh, okay, Eidosch. Hier siehst du das richtig, die Ablagerung. Okay. Also es hat sich schon was abgelagert. Hier, genau, hier siehst du auch die schöne Ablagerung an den Magneten. Die Magnete sind hier an der Seite, die haben wir auch bei dem neuen. Die machen wir mal kaputt. Was machst du kaputt, die Magnete? Die Magnete machen wir kaputt. Nicht kaputt gegangen. Mach mal hier hin. Boah, ja, guck dir das an. Ja, das sieht schleimig aus hier, ne? Das Ganze, was er dann einfängt. Guck dir das an, Eidosch. Schleimig ist gut. Guck dir diese Ablagerung da drauf an. Ne? Hier. Wow. Ih, das Zeug stinkt voll eklig, ne? So richtig verbrannt, wie du das vorhin gesagt hast. So, ich will jetzt wissen, wie alt der hier ist. Wo steht das? Wo steht das? Mhm. Baujahr. Hier ist ein Originaler. 2018. Hier sind auch so kleine Stinger hier. Weißt du, ob das ist? Ja, das ist 2018, steht da drauf. 2018. Also ist das Original eigentlich? Ja, wurde noch nie gewechselt. Sieht man das ja nicht. Ja, ich finde es schade, ne? Also, dass man da echt warten muss, so bis lange? Der richtig Probleme macht und dann 500.000 nichts zu machen. Ja, Taxi, muss Geld verdienen, aber trotzdem, Leute, wenn ihr weiter so macht, dann habt ihr irgendwann einfach Getriebeschaden und das ist doch schade. Wir bauen sofort den neuen rein, das ist der hier. So sieht der jetzt aus, das ist der neue. Guck mal, steht bei dem auch ein Datum drauf, das will ich jetzt wissen. Und hier 2024 ist ein Pfeil. 424 steht hier, 424. Genau. Hier war ein 18 in der Mitte und Pfeil war auf Januar. Mhm. Ne? Bei den neueren. Ah, guck mal, die kann man leichter rauskriegen auch wahrscheinlich. Ja. Wenn man das jetzt nur die Filter genau. wechseln Hier kann man den auf jeden Fall anschrauben. Ah, mitschrauben, da hier, ist der. Da ist es nicht. Hier kommt der hier hin. Da könnt ihr nichts falsch machen. Zack. Und der hier könnt ihr auch nichts falsch machen, weil du hast hier eine Kerbe, siehst du? Mhm. Und die Kerbe kommt dann da rein. Wenn ihr nicht, dass ihr denkt, oh, wie sollen wir den hier einstellen, zack, das war's. Genau, der kommt ja auch genau dazwischen. Ja, nur genau. Gucken, dass der auch schön einrastet, das war's. Hier werden wir das Ganze gleich mal ein bisschen einfetteln. Und bei dem anderen. Hier haben wir aufgepasst, Dichtung hier drauf, da drauf, ganz wichtig. Falls ihr kein Spülgerät habt und ihr wollt das mit Handpumpe machen, dann habt ihr diesen Adapter auch dabei, dann steckt ihr den da rein, dreht das Ganze, so sieht das Ganze und dann hier kann man zum Beispiel, zeige ich auch mal, diesen Adapter da drauf machen und dann könnt ihr mit der Pumpe das Ganze reinpumpen und dann später auch mit dem Stift, also wir haben hier ungefähr 40 Grad, was wir erreichen müssen und danach macht ihr die Stufe 3 auf, was zu viel ist, raus und dann habt ihr genau eure Füllmenge. Die Schrauben sind alle dabei, das ist das Geile, sind neue. Das heißt, die alten könnt ihr ruhig wegschmeißen. Jetzt bauen wir das Ganze wieder ein. Sauber haben wir es auch gemacht. Da. Das heißt, bei dem Teil kommt auch keine Dichtung drumherum oder so, ne? Doch, die ist doch schon integriert gewesen. Die ist schon mit drin. Ja, was hast du denn gedacht? Ich weiß ja nicht. Dass er mit Gottes Liebe abdichtet oder was? Was weiß ich? Eidosch, du hörst auch nicht zu, ne, was ich sage. Doch, ich höre dir zu. Ich hätte doch gesagt, die Dichtung ist schon drin. Ich dachte, diese Gummidichtung, diese kleinen, die meinst du. Warte mal. Ja, sowas hier, ne? Genau, das da. Genau. Ja, ist ja gut. Ich habe nicht drauf geachtet. Die sind voll leicht. Ja. Aus was für Material sind das denn, die Dinger?
Höchstwahrscheinlich aus Alu. Ja, total. Darum darf man die auch nicht zu fest anziehen. Und deswegen muss man die auch ersetzen. Deswegen gibt es ja auch so keinen Ersatzreifen. Alles ist aus Alu. Das machen die ja extra, damit weniger du halt Gewicht. Weniger Gewicht, das so ist es. Und deswegen auch solche Schrauben, die machen was aus, ne? Wenn du davon 1000 hast. Na gut, da sind ja schon so ein paar verbaut, ne? In so einem kompletten Auto. Und so ist es. So, die haben wir fest, die haben wir fest, die haben wir fest. 8 Schrauben oder so. So, Alosch. Oder so. Das Öl hier rausgeholt. Wir müssen jetzt nur ermitteln, wie viele Liter wir jetzt sofort hier reinklatschen. Aber was ist, wenn da jetzt zu wenig drin war? Das ist ja ganz zum Schluss, wenn wir das eh kontrollieren. Mhm. Wenn wir sehen, es ist zu wenig drin, dann machen wir noch mehr rein. Das ist ja kein Problem. Mhm. Du machst einmal jetzt hier auf, nimmst das Öl und schüttest es da rein. Ja, so 19 Liter. Jetzt werden wir erstmal die Anschlüsse hier dran machen. Hier ist ja der Ölkühler. Das heißt, den hier werden wir abmachen. Den kannst du auch so abmachen hier. So, zack. Da ist eine Klammer. Die Klammer werden wir rausholen. Und dann können wir das hier rausziehen. Und dann werden wir hier die Adapterstücke dran machen. Ganz einfach bei dem hier. Feiere ich auch. Super. Hast du super gemacht. Der ist voll, der andere ist leer. Altöl habe ich rausgeholt. Wir sind knapp bei 5 Liter. Wir haben ein bisschen verschüttelt und so weiter. Wir haben 5 Liter reinklatschen. Und danach werden wir den erstmal so spülen. Das heißt, wir werden jetzt erstmal die Anschlüsse dran machen. Da müsst ihr echt aufpassen, dass ihr diese Klammer nicht verliert. Weil ansonsten sitzen wir hier und suchen nach einer Klammer. So, so sieht die Klammer. Oh. Reingefallen. So, da ist die Klammer. Und jetzt können wir das hier eigentlich abmachen. Ja. Und du siehst, da kommt man ganz wenig raus. So. Und jetzt müssen wir unseren Adapter dafür finden, der ungefähr genauso ist wie der. So. Da, Alosch. Siehst du das hier? Perfekt. Boah. Also besser als das Originale sogar. Also bei TEPCO habt ihr ja das Gute. Ihr habt ein riesen Arsenal, was ihr aussuchen könnt. Da passt auf jeden Fall was. Und dann müsst ihr natürlich was rumbasteln. Jetzt haben wir den fest. Ich mache mir den da rein. Der ist hier. Der ist fest. Da haben wir schon mal den Anschluss vorne. Da siehst du, da kommt auch sofort was raus. Jetzt brauchen wir die Klammer. So, Edosch, jetzt kriegen wir den nicht mehr ab. Das ist perfekt. Den haben wir auf jeden Fall schon mal drauf. Den können wir schon mal anschließen, weil dann verliert er mir hier zu viel hier. So, den haben wir angeschlossen. Wir brauchen wieder so einen Schlauch. Wieder da drauf. Okay. So, wir wollen jetzt Öl hinzufügen und wir haben ca. 5 Liter rausgeholt. 5 Liter erstmal reinpumpen. Gucken. Komma 01 Liter. Hier, bevor wir jetzt anfangen, hier seht ihr schon mal das alte Öl. Ne? Das wird ihr noch gleich noch mal sehen, wenn wir den starten. Wird ihr den noch mal ganz stark sehen, dunkler. Wie dunkel er ist. Und das ist unser neues Öl. Und wir wollen den genau so frisch haben. Ganz wichtig, die Schläuche immer wieder beobachten. Einmal nochmal Sichtkontrolle. Macht ein zu viel, eins zu wenig. Guckt, dass alles drauf ist. Alosch, ja. Dann starte den bitte mal. Und dann gucken wir nochmal, ob er dicht ist. Hier baut er schon Druck auf, das sieht man. Hier sehen wir, wie das alte Getriebeöl ist und das ist das neue. 10 Liter eingestellt und jetzt gucken wir nochmal. Er baut jetzt Druck auf und dann gucken wir mal, wie das gleich aussieht. Hier nochmal neu, alt.
D neutral, rückwärts, ja? Immer so 10 Sekunden und dann auf D und dann versuchen mit der Hand zu schalten, so wie viel es geht. Ach so, manuell meinst du? Ja. Okay. Und wir sehen, es hat sich ein bisschen verbessert, aber nicht ganz. Die 10 Liter haben gar nichts gebracht, also nochmal 5 Liter rein. So, das sieht doch gut aus hier. Das sieht sehr, sehr gut aus. Genau so, ne? Würde ich jetzt sagen. Und wir haben nochmal 5 Liter reingemacht, das reicht auch. Jetzt gehen wir zurück, haben aber Temperatur von 42 Grad. Aidosch, kannst du den Wagen einmal ausmachen? Hier können wir nochmal schauen, wie das alte Öl aussah. Achtet. Sieht schon wild aus, ne? Also das ist 1. Das ist 1. Das ist 2. Geht nur ein bisschen auf. 3 geht komplett da oben auf. Und dann 4 geht der untere auf, damit das ganze Öl hier rauskommt. Das heißt Position 3 im laufenden Zustand bei 39, 40 Grad. Und alles, was zu viel ist, wird rausgeschossen. Und dann, wenn es so ein bisschen tropft, also kann ja ein bisschen mehr als tropfen tun. Und danach machen wir den zu und dann haben wir unsere perfekte Füllmenge für unseren Getriebe. Und das war's. Und mehr macht man nicht. Und dann haben wir auch die Füllmenge. Aber kommt bei 3 nichts raus, dann wissen wir, okay, hier müssen wir jetzt ganz schnell noch mal ein bisschen was einfüllen. Deswegen wird das Gerät erstmal dranbleiben. Wir werden den starten. Wir haben, ja, 40 Grad, das können wir eigentlich jetzt schon machen, weil das Öl ist ja auch noch kalt. Das heißt, wir werden den jetzt einmal starten, auf Position 3 bringen. Das ganze Öl, was zu viel ist, schießt da raus. Und wenn nicht, werden wir noch mal reinfüllen, bis er rausschießt. Und dann haben wir unsere perfekte Menge. So einfach ist das. Und das werde ich jetzt machen. Aber leider kann ich das jetzt nicht so gut zeigen, weil Eidosch nicht da ist. Aber ich versuche euch irgendwo reinzustellen. Oder brauchen wir nicht zeigen. Das mache ich einmal. Ich habe euch das ja ungefähr dort gezeigt. Und das mache ich jetzt. Und dann fahren wir eine Probe. Und dann bin ich mal gespannt, ob er besser schaltet oder nicht. So, wir werden jetzt nur noch die Adaptionswerte nochmal anlernen. Super. Jetzt haben wir die Adaptionswerte zurückgesetzt. Alter, merkst du irgendwas? Wir haben schon den 5. Gang. Hast du irgendwie schon was gemerkt? Nein. Wahnsinn. Wow. Mal ein bisschen beschleunigen hier. Jetzt merkt man ihn seine 150 PS an. Meinst du, das hat mit dem Getriebe und natürlich. Was zu tun? So muss das sein. So, jetzt macht er doch Spaß. Guck mal, der hat schon runtergeschaltet. Hast du schon was mitgekriegt? Komm, wir machen mal ein bisschen schneller. Zweite, dritte, nein, vierte. Ich habe den immer gefahren, und wenn er sobald der ein bisschen wärmer wurde, okay, ne, hat der überhaupt keinen Spaß mehr gemacht. Aber jetzt, guck mal, wie schön. Also ich habe keinen Ruckeln bemerkt, auf jeden Fall. Guck, der schaltet auch sofort runter, der zieht auch schön durch. 5. Gang, gar nichts gemerkt. Ey, wir können natürlich bei 500.000 können wir jetzt nicht ausschließen, dass wir jetzt ein bisschen Verschleiß haben oder nicht. Du siehst, dass diese Symptome komplett weg sind. Ne, 5. Gang, fahren 50. Fühlt sich auf jeden Fall gesünder an als vorher. Sagen wir mal, wir haben jetzt ganze Zeit 1500 Umdrehungen. Der bleibt auch bei 1500 Umdrehungen. Mhm. Der schwankt nicht mehr. War das vorher? Ich habe da nicht drauf geachtet. So. Super. Ach, wie der butterweich runterschaltet, das ist ein Traum, sag ich dir. Lässt sich super fahren. Auf jeden Fall, das ist geil. Getriebe haben wir auch abgehakt. Der läuft gut, der schaltet jetzt gut. Ja, das war's. So, TEPCO, Spülgerät. Für den einen oder anderen, der immer fragt, Yunus, kannst du mir sowas empfehlen? Ja, natürlich kann ich euch sowas empfehlen. Ich würde euch sogar sowas empfehlen, aber nur als Werkstatt. Ganz klar, ne? Ist alles unten verlinkt. Mit Kfz-Fuzzi könnt ihr, glaube ich, nochmal 5% sparen. Das sieht krass aus, ne? Schwarz wie die Nacht. Wahnsinn. Ehrlich, Wahnsinn. Traurig, aber was willst du machen? So, Dankeschön fürs Zuschauen. Bleibt gesund. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Kfz-Fuzzi. Ciao.